So, herzlich willkommen zurück zu Half-Life 1. Wir sitzen immer noch hier in dieser Kammer mit diesen Turbinen. Und ich werde jetzt mal hier reinspringen und hier durchtauchen. Und hoffen, dass das die richtige Entscheidung war. Oh, wir müssen an die Luft. An die Luft. Oh, Ladezeit. Und an die Luft. Und wieder durch. Oh, komm schon. Wo sind wir denn jetzt? Oh, entschuldigt für die Anzeige, aber heute ist Patch-Tag von Team Fortress 2. Deswegen, deswegen wird das dann angezeigt. Okay. Das habe ich eindeutig falsch gedreht. Dreh es in die richtige Richtung. Ah, das dreht sich also komplett, oder wie? War ich hier auch nochmal? Was muss ich denn hier machen? Hä? Irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Ich drehe das hier nochmal. Aber das bleibt doch immer rot. Ich meine... Funktioniert doch eindeutig irgendwas nicht. Hä? Genau, wie soll das funktionieren? Oder hätte ich vielleicht noch irgendwo anders was... Ich gehe nochmal zurück. Ich bin vielleicht zu früh da runtergetaucht. Ich sollte mich vielleicht da hinten nochmal umsehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich gehe nochmal schnell zurück. Ja, schnell an die Luft, an die Luft. Okay, deswegen wird hier wahrscheinlich auch eine Leiter sein, falls mir zu früh runtergegangen ist oder so. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr in dem Raum. Und dann schauen wir mal, was hier noch ist. Genau, hier waren auch die ganzen... Wow, okay. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Komm her! Oh shit. Und tot. Nee. Oh shit. Oh, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen hier. Oh, das Ding wird explodieren, wenn er dagegen schießt. Okay, da ist noch so ein Ding. Na? Was, ich habe drei davon erledigt? Sind die alle explodiert, oder? Oder lagen die da vorher schon? Okay, dann gehe ich mal hier runter. Oh, oh, was ist das? Warum wackelt das alles? Irgendwas Großes wartet auf uns. Okay, okay, sieht aus wie die richtige Richtung. Komme ich doch bestimmt durch, oder? Ja. Ich mach mal kurz Quick Save. Mal gucken. Oh, shit. Oh, shit. Okay, rein da. Oh, oh, da steht er direkt vor mir. Lass mich. Nein, ah, ah, lass mich. Oh. Ah, ich hasse diese Dinge. Gut, hier ist noch ein bisschen Leben. Ist hier sonst noch was? Nee. Soll ich dann da mal reingehen? Das kann ich so ein bisschen schütteln, aber ich weiß nicht, was das bringt. Hm, hier ist aber auch nichts. Wie, jetzt ist in diesem Raum... Achso, da oben kann man noch hoch. Okay. Schau ich mal nach, was hier oben noch ist. Nichts. Boah, Alter! Boah, habe ich mich erschrocken. Okay. So, und jetzt. Ein geschickter Sprung darüber. Dann können wir durch die Tür hier. Ah, kann man sogar ausschalten. Sehr gut. Und einmal Quick Save und weiter geht's. Ah, das war Verschwendung. Ja, sehr gut. Okay, wo bin ich jetzt hier? Ah, hier sind diese An- und Ausschalter. Ich wette, das war das Problem, dass ich das noch nicht angeschaltet habe. Okay, das Ding ist... Jetzt habe ich eins angeschaltet, okay. Ah, nee, beide Seiten gehen an. Oh! Genau noch diese Seite? Nee, ne? Habe ich mir gedacht. Okay, dann kann ich hier runter auf jeden Fall. Oder auch nicht. Aber hier ist noch was. Schaue ich da doch nochmal rein. Hä, wozu kann man denn hier reintauchen, wenn man hier nichts machen kann? Das ist doch komisch, oder? Geht das wirklich nicht auf? Na, sieht nicht so aus. Gut, dann gehe ich immer wieder raus. Oh, oh, Alter. Ist gut. Okay, das Ding ist jetzt auf jeden Fall angeschaltet. Ich schätze, dann muss ich wieder zurück. Wow. Okay, ganz ruhig. Boah, die Leitern sind gefährlich. Nein, 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 lass dich. Oh Gott, das war knapp. Okay, einmal kurz speichern. Zack. Sonst ist hier wirklich nichts mehr. Ne, sieht nicht so aus. Okay, dann gehe ich mal zurück. Muss ich hier wieder durch... Ah, das war sogar ein recht weiter Weg, glaube ich, ne? Wow! Shit, das haben wir selbst wehgetan. Hier kann ich jetzt aber auch nichts machen, glaube ich. Also ich muss wirklich dann jetzt... War das denn... Da, wo ich zuerst war, war das Tank 2 oder 1? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Also ich frage mich gerade, ob ich das jetzt anschalten kann, was ich vorher nicht anschalten konnte. Aber erstmal kann ich ja noch gucken, ob hier vielleicht noch irgendwo was ist. Ich war zum Beispiel... Ja, aus dem Fahrstuhl komme ich wahrscheinlich ursprünglich, nehme ich an. Einen Moment. War ich hier unten schon?
Ich glaube, hier war ich noch nicht, oder? Ah, das ist Cooling System 1. Okay, ja, hier war ich sehr wahrscheinlich noch nicht. Ich schätze... Fuck you! Mann, komm schon! Nein, lass mich! Oh Gott. Oh nee! Oh shit! Okay, ganz vorsichtig. Okay, er steht direkt vor der Tür. Oh shit. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Geh down! Okay, geschafft. So, einmal kurz... Nein, ich habe Loading gedrückt! Ich wusste, dass es früher oder später passieren wird. Okay, das tut mir leid. Aber wir wissen ja jetzt, wo es hingeht auf jeden Fall. Deswegen wird es jetzt ja auch nicht so schlimm werden. So. Hier nochmal durch. Oh, komm schon. Und... genau, hier rüber. Ah, hier unten kann man auch noch rumschwimmen? Ah, hier ist nichts, okay. Wow, haben die Leiter hoch. Nochmal speichern. Na? So, jetzt wussten wir auch, dass das Ding kommt. Jetzt sind hier zwei. Oh, Mist. Einmal, oh, da oben ist ja noch so ein Ding. Glaube ich zumindest. Ja, das ist definitiv noch so ein Teil. Okay, komm her. Down ist es. Okay, einmal durchladen und gucken, was ich hier machen kann. Okay, ich muss auch einfach wieder die Leiter hoch, so wie es aussieht. Ich habe gerade ganz vorsichtig F5 gedrückt, weil ich Angst hatte, nochmal neu zu laden. Und ja, dann müssten wir eigentlich das Cooling-System 1 angeschaltet haben und dürften dann da weiterkommen, wo ich erst hingegangen bin. Gehe ich zumindest fest von aus. Oh yeah, so sieht's aus, wenn man gegen mich antritt. Oh, das ist noch so ein Teil. Wow! Oh, lass mich mal in Ruhe, bitte. Ja, wo ist der andere? Da war doch noch so ein Teil, oder? Na? Okay. Ich verbrauche viel zu viel Schrotflintenmunition, aber na gut. So, ich denke mal, da kann ich auch nicht durchschwimmen. Ich kontrolliere es aber mal. Ne, kann ich auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, wieder zurück. Alles ist an? Ja. Okay, dann können wir das jetzt aktivieren, nehme ich an. Mal gucken, wo wir dann landen. Oh, aber erstmal muss ich gucken, wo ich jetzt wieder zurückkomme. Hier, zack. Ah ja, da ist die Tür. Da müssten wir auch schon wieder in dieser großen Halle sein, mit dem Wasser und so. Aber jetzt werden erstmal wieder Gegner kommen, nehme ich an. Ich bin bereit für euch. Aber ich werde mich trotzdem erschrecken, das weiß ich genau. Genau, und da muss ich, glaube ich, hier lang. War ich schon an beiden Stellen? Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Genau, hier war irgendwo der Schalter, den ich nicht drücken konnte. Genau, ich musste hier durchschwimmen. Okay, schwimm, 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 schwimm. Ach, dass der Gang so langsam muss. Einmal hoch ans Wasser. Zack. Und weiter geht's. Und aufdrehen. Und aufdrehen. Hoch, 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 hoch. Und rausschwimmen. Und ich werde beschossen. Hab ich. Oh, was? Überall sind so Fädendinger. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, einfach hoch, einfach hoch, einfach hoch. Nicht groß nachdenken, nicht groß nachdenken. Da ist die Tür. Wieso geht die nicht auf? Oh, shit. Kaum noch Leben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, shit. Ich brauche Leben. Aber ich speichere das trotzdem einfach mal. Und bin mal optimistisch, dass ich jetzt Leben finden werde. Okay, habe ich nicht. Ich speichere das einmal. Kann man die kaputt machen? Nee. Ah, das ist ärgerlich. Liegt da Leben vielleicht rum? Nein? Scheiße. Okay, einmal schnell hoch. Da muss ich wahrscheinlich auch noch so abspringen, oder wie? Ho! Oh, geschafft. Nochmal speichern. Gucken, was hinter der Tür ist. Leben! Ha! Oh, Dankeschön. Kommt man da rüber vielleicht, wenn man das runterschiebt? Kann man nicht runterschieben? Okay. Speichere ich nochmal und ich würde sagen, wie es weitergeht, das dann das nächste Mal.